Wer kennt es nicht? Wir lernen jemand Neues kennen und werden gefragt, woher kommst du? Gemeint ist aus welchem Land? Warum ist diese Frage so wichtig? Sagt unsere Herkunft irgendetwas darüber aus, aus welchem Holz wir geschnitzt sind? Oder warum legen wir überhaupt Wert darauf? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, wie unsere Länder entstanden sind. Über 50 muslimische Länder schmücken mit ihren Flaggen und Grenzen die Weltkarte. Wir sehen diese Länder als etwas Selbstverständliches an. Dabei sind die meisten davon keine 100 Jahre alt. Mit dem Fall des Osmanischen Kalifats in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts folgte die Unterdrückung der Kolonialisten. Allen voran England und Frankreich. Schon während sie die Muslime angegriffen haben, wollte jeder das größte Stück vom Kuchen für sich beanspruchen. Nachdem sie die Muslime in die Knie gezwungen haben, trafen sie sich zum Sykes-Picot-Abkommen. Dieses Abkommen diente nur dazu, klar aufzuteilen, welche Kolonien an die Engländer und welche in die Hände der Franzosen gegeben werden. Sie zogen Grenzen auf einer Karte und gaben den Gebieten ihre Namen. Das ist jetzt Ägypten, das die Türkei und das Palästina. Uns Muslimen haben sie eingeredet, du bist Araber, du hast mit dem Türken nichts gemein. Und du Türke, du bist der Feind des Kurden. Der Kolonialist, der uns massakrierte, gründete unsere Länder und gab uns eine neue Identität. Als Türke, Araber, Iraner und so weiter. Jeder betrachtet sein Land isoliert, als hätten die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa, die Gläubigen sind einander Brüder, keine ernsthafte Bedeutung. Es ist eine Schande, dass wir uns von der Umma des Islams abwenden und uns stattdessen zu einer Identität verbunden fühlen, welche sich die Engländer und Franzosen ausgedacht haben. So gibt es auch heute noch Stimmen, die behaupten, dass die Besatzung in Palästina nicht die Angelegenheit anderer Länder wäre und wir unseren Kopf nicht für ein anderes Volk riskieren sollten. Sie sagen, Amerika und Israel wollen uns nur in einen Krieg manövrieren, um unser Land zu schwächen. Wir haben selbst Probleme. Wir können nicht auch noch anderen helfen. Was würde ein Sultan Abdul Hamid zu diesen Worten sagen? Ein Kalif, der sagte, lieber schneide ich mir einen Teil meines Körpers ab, als einen Teil des heiligen Landes abzutreten. Was würde ein Salahuddin al-Ayyubi sagen, der sich das Lachen verbot, solange Al-Quds unter Besatzung steht? Was würde Mu'tasim Billah sagen, der dem Ruf einer einzigen Gefangenen gefolgt ist? Einer Muslimin, die von den Byzantinern gefangen genommen wurde und rief, Ya Mu'tasim! Sie wurde von den Wärtern verhöhnt. Denkst du etwa, Mu'tasim wird dich befreien? Sodann sendete der Kalif der Muslime seine Armee und befreite die Frau aus ihrer Gefangenschaft. Das waren wahre Männer. Sie sahen sich nicht als Araber, Kurden oder Türken. Der Islam war ihre Identität. Die Ehre der Muslime war ihre Ehre. Und das Wohlgefallen Allahs war ihr Ziel. Lasst uns diesen minderwertigen Nationalismus begraben. Er hat uns nichts gebracht außer Schwäche und Pein. Bei der Befreiung von Al-Quds sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu an, wir waren einst ein erniedrigtes Volk. Und Allah ehrt uns mit dem Islam. Wenn wir versuchen, etwas anderem als im Islam unsere Ehre zu finden, werden wir von Allah erniedrigt. Genau das ist unser Zustand. Doch es gibt Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ändert den Zustand eines Volkes nicht, ehe sie das ändern, was in ihnen ist. Es liegt also an uns. Wir müssen uns wieder mit dem Islam identifizieren, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns wieder Ehre und Würde verleiht.